Gib jemanden Feuer und er hat ein paar Stunden warm. Zünde ihn an und er hat warm für den Rest seines Lebens. Mein Penis war schon einmal im Guinness-Buch der Rekorde. Danach bin ich aus der Bibliothek geflogen. Ich habe Angst, eines Tages alleine zu sterben. Deshalb habe ich beschlossen, Busfahrer zu werden. Wie nennt man einen Verbrecher mit Holzbein? Dreck am Stecken. Was kommt eigentlich nach 69? 70. Falsch, eine Mundwäsche. Wie begrüßen sich zwei Emos? Mit offenen Armen. Ich habe neulich einer alten Frau in einem Café meinen Stuhl angeboten. Sie sagte nur: Junger Mann, bewerfen Sie mich gerade mit Scheiße. Was steht auf dem Grabstein eines Diabetikers? Sein Leben war kein Zuckerschlecken. Warum isst man in Afrika keine Knoppers? Weil Knoppers nur was für den kleinen Hunger ist. Wie nennt man einen toten Rollstuhlfahrer? Ghost Rider. Welches Tier hat vier Beine und einen Arm? Ein Pitbull auf dem Kinderspielplatz. Warum werden die gespendeten Medikamente von Afrika wieder zurückgeschickt? Weil auf der Verpackung steht, nach dem Essen einnehmen. Witze über Rollstuhlfahrer sind für mich ein No-Go. Wie heißt eigentlich das Lieblingslied von Hirntoten? My heart will go on. Wie heißt eigentlich das Fettgewebe um die Vagina? Frau, warum können 50% der Menschen nach dem Sex nicht einschlafen? Weil sie nach Hause fahren müssen. Woran erkennt man eine gute Hausfrau? Naja, sie sorgt auch noch nach getaner Arbeit. Was macht eine Eskimo-Frau auf einer Eisscholle? Abtreiben. Welche Schlange hat keine Zähne? Die vor der Essensausgabe im Altersheim. Was ist Halloween für Kidnapper? Home Office.